Die Senkgruben. Wir betreten die Senkgruben. Zack. Und schon sind wir drin. Jetzt gilt's, die Verlobte von dem lieben Herrn Besitzer, ich glaube, das ist Besitzer vom Waisenhaus, in dem Sinn, zu finden und zu retten, wie in jedem anderen Spiel auch. Gut. Da ist er auch schon, der Fettsack. Ah, Laszlo. Ich bin so froh, dass wir diese unglückliche Situation zu einem befriedigenden Ende bringen. Euer Partner kann sich seiner Last entledigen, indem er das Geld auf den Tisch legt. Woher weißt du das eigentlich? Gold, Ferret. Und jetzt lass sofort meine Verlobte aus diesem dreckigen Loch frei. Oder mein Partner fängt an, Köpfe zu sammeln und sie auf dem Tisch zu stapeln. Mein anfängliches Urteil über euren Charakter war etwas übereilt. Ihr habt ja doch ein Herz. Leute, reißt es raus. Hättet ihr wohl gern. Jungs wie euch. Bevor ihr überhaupt euer Schwert zücken könnt, hau ich euch eins aufs Maul. So, tschüss. Und dir gebe ich mal gerade den Todesstoß und... Erwischt. Was erwischt? Dich habe ich erwischt. Deine Mutter hat dich erwischt beim Wichsen, als du noch klein warst. So, zack. Oh, und wir sehen geil aus. Za! Mit dieser Rüstung, mit diesem Schwert. So, jetzt seht ihr auch, was ich meine mit dem Tattoo. Ha, der Schuss. Komm her. Oh, weißt du was? Oh, Kamelhammel. Oh. Und tschüss. Alle tot. So, hier gibt's irgendwo noch einen Schatz. Wow, ich bin schon wieder angeschlagen. Kann das sein? Schießpulver kann als gefährlichste Erfindung des Menschen angesehen werden. Es hat die Art der Kriegsführung ein für allemal verändert und ermöglicht jedem Bauer, einen hochqualifizierten Berufssoldaten ohne die geringste Anstrengung zu töten. Die Wissenschaft überlegt bereits, ob diese bedrohliche Entwicklung unsere Vorstellung von Ritterlichkeit zerstören könnte. Vielleicht sogar die der Gnade. Man wird sehen. Wir stehen noch ganz am Anfang der Debatte zu diesem Thema. Schießpulver wird bei Feierlichkeiten auch für Feuerwerk eingesetzt. Hier kann es gelegentlich zu schlimmen Unfällen mit äußerst schmerzhaften Folgen kommen. Ich kann nicht genug betonen, wie schlimm diese Schmerzen sind. Ja, und mit dieser sehr wichtigen Information gehen wir jetzt weiter. Und dieser Kumpel klopft irgendwie auf die Tür, obwohl man da drehen sollte. Eure Männer sind tot, Ferret. Lasst uns rein, oder ihr seid auch dran. Es ist offen. Es ist offen. Ja, und wir kommen rein. Ja, du kleiner Bastard. Ihr seid selbst schuld, Ferret. Das hätte nicht sein müssen. Das tut es auch nicht. Wir haben einfach falsch angefangen. Ich bin ohne meine Leute keine Bedrohung für euch. Er bedroht und mich. Ich gebe eure Verlobte gerne zurück. Oh, ich kann wirklich nett sein. Na, dann macht mal. Naja, es ist so. Sie ist eigentlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht da. Sie ist hier in der Nähe, in einer... Einrichtung. Ja, genau. Über diese Einstiegsluke erhaltet ihr, Zugang. Die Kanalisation? Ihr Typen seid wirklich durchtrieben. Bitte, holt sie da raus. Ich behalte Ferret im Auge. Ein Gewehr. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ja, ich lebe in einer schlechten Gegend. Ich frag mich, wer schuld dran ist. Stehen bleiben. Ja, mit schlechten Gefühl lasse ich jetzt mal Laszlo mit diesem Verbrecher zurück und springe nach unten. Zack. Und schon sind wir unten. Und da ist sie auch schon, die Verlobte. Wer seid ihr? Wo ist mein Verlobter? Der ist oben. Er schickt mich, euch zu retten. Oh, seid ihr qualifiziert? Ich weiß nicht, ob ich einfach jemand Fremdem folgen sollte. Ach, komm, halt die Fresse. Hallo? Noch Anforderungen stellen? Schau dich doch mal um, wo du hier bist. Oh. Weiber. Komm, jetzt. Oh,
Wie ungestüm. Halt die Schnauze. Nun, na gut. Halt die Schnauze. Ja auch nur so rum. Mach mir ein Sandwich. So, wir rennen. Komm, renn, renn. Bitch. Gibt's da eine Truhe? Nee. Wow, ein romantisches Date. Wir halten Händchen in der Kanalisation von Bauerstung. Jedes Mal, wenn wir auf Kacke stehen, verlieben wir uns aufs Neue. Und wie seltsam, dass hier keine Gegner kommen. Ich hab immer... Fledermäuse, helft mir! Oh, Fledermäuse! Oh, wie schlimm! Ja, dann komm mal her, ihr Fledermäuschen. Danke. Ah. Diese furchtbaren Kreaturen. Ja, ja. Schnauze halten und mitkommen jetzt. Hallo. Hier. So. Oh, diese furchtbaren Kreaturen. Hättet ihr mir letztes Jahr erzählt, dass ich mal durch die Kanalisation vom Bowerstone Industriegebiet warte, ich hätte euch nicht geglaubt. Ich kann es ja jetzt kaum glauben. Es ist einfach verrückt. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Ja, halt Schnauze. Als wären der Gestank und der kriechige Nebel nicht schon genug. Aber dann auch noch diese Fledermäuse. Oh, einfach widerlich. Man könnte meinen, die Fabriken, der Smog und die Umweltverschmutzung vertreiben jedes Tier weit weg. Dabei sind sie genau unter uns. Ich hätte es lieber nicht gewusst. Wovon ernähren die sich hier unten nur? Bloß nicht dran denken. Von deiner Dummheit. Wenn es die Fabrik nicht mehr gibt. Jetzt halt dann kommen sie vielleicht an die Oberfläche und schwärmen da aus. Wir kämpfen da oben um die Verbesserung der Lebensqualität. Aber wenn die Fledermäuse über uns herfallen... Oh. Ich hätte dich nicht retten sollen. Ich bereue das gerade so. Ja, liebe Leute, was ich sagen wollte. Hier gibt's überall Leichen. Aus irgendeinem Grund werden hier Leichen gehängt. Und da noch im Wasser treibt auch noch einer. Und da scheint sogar noch ein Soldat sein Leben verloren zu haben. Gleich neben... der Raststätte unseres Hundes. Ja. Links oder rechts? Ja, rechts. Aber hier links gibt's doch was, ne? Nein. Falscher Alarm. So, Schlampe, weiter geht's. Und ich höre böse Musik. Und ich sehe Hobbs. Und ich lass die Dame mal hier stehen. Und werde mich alleine um diese Hobbs kümmern. Was bitte ist das? So. Oh. Zack. Und jetzt geht's auch schon los. Mit unserem Schwert greifen wir die Hobbs an. Zack. Und löschen ihr Leben aus. Also ich muss schon sagen, ganz nervig, diese kleinen Viecher. Gerade mal in die Eier getreten. Da lebt doch noch einer. Ne? Och, ich hab gedacht, da lebt noch einer. Cool. Da ist noch einer, der rumrennt wie ein Spacko. Ey, geht's noch? Was? Oh mein Gott, warum bist du schon tot? Naja. Kann uns hier eigentlich auch egal sein. Wir durchsuchen diese Truhe. Ah, da bist du ja. Gut, dass du uns folgst, denn ich hätte jetzt keine Lust gehabt, dich wieder da zu holen. Ja, komm schon, grab mal. Und wir müssen diesen Grabungsort ausbuddeln, weil wir sehr wahrscheinlich nie mehr hierher zurückkommen werden. Zum Glück. Und ja, wir schaufeln ein Loch und buddeln einfach mal der Frau übers Kleid. Das macht ihr ja nichts aus. So, weiter geht's. Folge mir. Hallo? Ach so. Komm schon. Zack. Drei Hiebe und es reicht also. So. Ein Hieb und dann ein doppelter Hieb. Zack. Und der ist tot. Ey, was geht denn mit denen ab hier? Ja, komm her, jetzt musst du nicht wegrennen, Alter. So, sind die alle tot? Nee, der noch nicht. Und tschüss. Ja, komm her, komm hoch, komm.
Eine Streckbank. Hier hinten gibt's eine Streckbank. Ach du meine Güte, was haben die denn für Folterspielchen hier durchgezogen? Ach du meine Güte, das sieht ja mal gefährlich aus jetzt hier. Den will ich nie wieder begegnen. Ja, ja. Das sind doch Hobbs. Igitt. Sie sind so widerlich, wie man immer hört. Ständig verschwinden Kinder aus dem Bowerstone-Industriegebiet. Oh, sie sind das schwächste Glied der Gesellschaft. Gar nicht auszudenken, wie viele hier unten enden. Ich weiß übrigens, wer hinter all dem steckt. Es ist Reaver. Nichts geschieht ohne sein Einverständnis. Wer interessiert sich denn schon für das Schicksal der Obdachlosen? Reaver will aus dem Asyl ein Freudenhaus machen oder ein Casino oder sowas. Ich sollte mich sicher geehrt fühlen, dass ich von dieser Bestie entführt wurde. Es wird Zeit, dass Reaver zu Fall gebracht wird. Er hat anständigen Leuten viel Leid angetan. Wir müssten gleich da sein. Fast zurück bei... Laszlo. Oh, was war das denn jetzt? Das klang aber nicht so überzeugend, meine Liebe. Ja, und jetzt, liebe Leute, wird eine lustige Wendung des Spiels eintreten. Kommst du? Denn jetzt wird etwas ganz Komisches geschehen. Geschafft! Bevor wir zu Laszlo zurückgehen, wollte ich nur sagen... Ach, ihr wart toll! Das heißt, ihr seid toll! Das habe ich früher auch immer über Laszlo gesagt. Aber wenn ich ihn mit euch vergleiche, ist er doch ziemlich langweilig, oder? Will ich mein Leben wirklich mit diesem Mann verbringen? Was meint ihr? Du bist eine Schlampe! Bei Laszlo bleiben, Laszlo verlassen? Kein Kommentar. Also, was meint ihr? Also, wenn sie Laszlo verlassen soll, dann wird sie zu uns kommen. Aber das wollen wir ja nicht. Bei Laszlo bleiben, kein Kommentar. Ich hab noch nie keinen Kommentar ausprobiert. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Kein Kommentar. Ich weiß nicht. Naja, dann bleib ich wohl bei ihm. Zumindest bis sich etwas Besseres ergibt. Wird nicht leicht nach oben zu gelangen. Bringen wir es hinter uns. Diese Frau, meine Güte. Ah, naja. Frauen eben. Ha! Nein! Laszlo! Was? Er schläft. Hallo? Bist du behindert? Geraldine, oh mein Kopf. Dieser Fiesling Nigel Ferret muss mir hinterrücks eine verpasst haben. Schatz, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Ja, und wieder ist Nigel entkommen und er hielt eine Knarre auf ihm, aber er hat irgendwie doch... Ihr habt die wichtigste Person in meinem Leben gerettet. Ich stehe tief in eurer Schuld. Du hast es irgendwie doch geschafft, ihn irgendwie dich überrumpeln zu lassen. Naja, du bist ein schlechter, schlechter Mensch. Nee, kein Schlechter. Ich war so besorgt um euch. Ja, du hast keine Ahnung. Dank. Dank meinem Retter ist alles gut verlaufen. Dieser große, starke, flinke, schlaue Retter hat mich da rausgeholt. Habt ihr mich vermisst? Natürlich. Ich habe nie an etwas anderes gedacht, als endlich wieder bei euch zu sein. Oh, kommt her. Nicht jugendfrei. Naja. Laszlo, du tust mir leid. Mit deiner ach so treuen Geliebten. Naja. Auf jeden Fall werden wir jetzt gucken, dass wir hier rauskommen, denn wir wollen ja nicht den ganzen Tag in der Kanalisation verbringen. Guckt euch mal, wie schön die Sonne scheint. Da wollen wir doch nicht hier unsere Tage verschwenden damit. So, da wären wir also wieder in dem Haus, wo dieser Nigel Farrell drin war, beziehungsweise sein Kumpel. Und wir haben 30 Gildensiegel gesammelt. Das ist ja mal wunderbar, wunderbar, wunderbar. Aber für heute, liebe Leute, ihr wisst bestimmt, was jetzt kommt. Machen wir Feierabend, denn wir sind schon wieder ziemlich lange dran. Oder ich bin wieder ziemlich lange dran.
Aber für euch dürft nur ein Klick auf das nächste Video oder sogar ein paar Sekunden, falls ihr die Playlist angeklickt habt, vergehen, um wieder Fable zu sehen. Also, bis demnächst und Tschüssikowski, euer Sephiroth.